Bauen die eine Atombombe? Komm hier, voll Mac. Pass auf, die bauen den ersten Plasma-Fernseher. Was ist das? Scout, vielleicht? Voll die böse Technologie. Wer war Morgert? Ich gehe vor die viel voran. Red doch mal Deutsch. Warum kann ich jetzt auf einmal nicht mehr laufen? Ah, hier, MG-Stellung. Geh weg, Mutti. Ich mach das. Da kommen flere Soldaten. Wir machen irgendwo die. Die bleibt aber dran. Wo ist Galway? Ich muss finden, noch Gewichte. Aber wie gesagt, ich finde, das sieht ganz gut aus hier. Auch die Gegenstände sind nicht einfach nur ein, zwei Gegenstände oder so. Hier hat man sich doch Mühe gegeben mit dem Einrichten. Bilder wiederholen sich, den haben wir bestimmt zum vierten Mal gesehen. Komm, Mister. Pasteur. Oh, da gibt's Schlimmeres. Verteidige das Ziel. Die Aran, Shindai. Bernd, ein gleiches Forza. Da kommen flere. Wir müssen dran. Nein, wir müssen nicht gut aufbewahren. Ja, irgendwie hört sich die Sprache cool an. Ist das wirklich schwer? Ich wollte doch nur Munition sammeln. Mutti, wie schaut's? Bist du fertig? Da war's dann. Mutti, sollst du den Tisch nicht umkippen? Guck da! Ich gehe schön aufstellen. Oder hier. Dann kommen sie von links, passt auf. Gab's bei Wolfenstein nicht eine Astrid und das war eine Nazi-Tante? Ich fand's da. Okay. Können wir los? Mutti, machst mir her was zu essen, ich hab Hunger. Und du musst noch Wäsche waschen. Nein. Was beiseite. Was machen dann die Nazis? Liegt haben. Ihre Nazi-Waschmaschinen werden sie unsere saubere Wäsche waschen. Nee, unsere dreckige Wäsche waschen. So. Was machen sie denn? Sind das E-Motoren-Riesige oder was? Erzähl doch mal, mach doch mal was. Mach du zu, es zieht. Heizung nicht für draußen. Hm, Mama weiß das, Mama macht da Sprengstoff. Wofür denn? Das ist der Arik, wird uns zwar, wir müssen kommen aus Süd. Du schöner Wurzel, dich, ja? Komm aus Süd! Was nach Grom? Die Sturm mit Halboxen unten vor. Ich bin Kasper Martin, geh! Wir möchten uns verbrühen. Jo, Mutti, machen wir. Läuft. Da haben wir eigentlich Leute vorhin gekillt, ne? Ach, da sind schon wieder neue. Ah, ein bisschen Schneesturm kommt. Ja, haben wir schon gesehen. Mal kurz nachladen. Sabotieren wir mal. Okay, ich hätte nicht davor stehen bleiben müssen. Oh! Na gut. Da wäre man echt sowas von tot gewesen, aber. Ist ja Gott sei Dank nur ein Spiel. So. Das war, wir nehmen die Richtung von da. Oh! Da hat mich von links irgendwas, irgendwer gesehen. Dann warten wir mal so richtig, auf, bis wir unsere Lebensenergie wieder haben. Mal weiter. Da ist einer! Kleine Socke, du! Oh, das war der Flammenwerfer-Typ! Na, das passt. Das kommt davon, wenn ihr mich abfackeln wollt. Hier, Kasper. So. Ist
mache den Schalter nochmal um, aber warte, du bist mit der Explosion, bis ich weg bin. Der Brolle. Treffpunkt an der Brücke. Wo ist die Brücke? Wo ist der Treffpunkt? Okay, wieder komplett 50 Meter oder 100 Meter wieder zurück. Was haben wir hier für eine Knifte? Mal gleich die testen. Ich glaube, das war diese, die übelst verzieht, ne? Fahrzeug hier. Hier auch hier. Ich den ganzen Tag Zeit. Gerade keine Flak hier oder so. Oh, jetzt haben wir dieselbe jetzt. Ski, mach mal Tee, komm. Jetzt oder nie, Ski. Oh, ich hätte ihn überfahren können oder was? Geil. Komme. Komme. Baum, Fels. Oh. Wo bist du? Komm mal nicht hin. So, ich weiß nicht, wie lang das Level jetzt noch sein wird, aber wenn das so lang ist wie das letzte, werde ich diesmal zwei Videos machen statt eins. Weil das war doch ein bisschen zu lang letztes Mal. Ich finde auch bei Videos sind so die optimale Zeit immer so eine halbe Stunde. Vielleicht sogar ein bisschen kürzer, aber einigen Videos geht es halt nicht kürzer. So bei Strategiespielen oder so. Komm hier. Ja, Mutti. Panzer, Panzer, Panzer. Da sieht uns doch jeder. Achso, ich dachte jetzt irgendwie draufschießen, kaputt machen. Genau, ich mache hier einen Break. Bis später. Oh, nun los. Hallo, die haben 1500 Leute gekillt. Noch tot! Mit ihren offenen Augen! Ich kann so schwer her! Du bist während der Leute, Leutnant. Stopp! Wer so schnell! Senk Wappen! O Kommandon! O Kommandon! Fulbe! Kommando. Die Tochter mir. Meine Tochter. Der Papa war Rambo höchstpersönlich. Sylvester Stallone. Ist in die Zeit zurückgereist. Ich bin eindruckt. Was tust du? Warum sollte man Gefangene immer nicht gut behandeln? Dann können die nämlich nicht ausbrechen und weglaufen. So, jetzt haben wir hier die wertvollen Papiere. Da ist bestimmt ein Kochbuch.
bestimmt das Kochbuch. Bringe den Tornister zum toten Briefkasten. Neues Ziel. Bam, 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 bam. Wie war denn das Soundtrack zu Rambo? Das ist auch so ein einfacher Titel, ich weiß es gar nicht. Unterkühlung. Finde eine warme Quelle, ja. In nichts finde ich was Warmes. Mal da hinten bestimmt. Deckung der Feinde. Erstmal gibt es eine gratis Waffe, wieder. Oh. Tomahawk. Oh ne, doch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt so ein. Dass die Norweger überall rumliegen lassen. Jemand hier? Ja, ich bin's. Jemand hier. Ich schlachte dich doch gerade und du fragst, ob jemand da ist. Eine Schrotflinte. Können wir die Lampe mitnehmen, den, ne? Wärm dich, Kleine, wärm dich. So, und wir gehen weiter. Frage ist nur, wohin? Fußspuren. Oh, hier zwei Fußspuren. Hallo, ich bin's. Hallo. Alles gut, ich bin's nur. Und funktioniert. So, können wir die auch nehmen? Wärmen wir uns nochmal eine Runde. Oh, habe ich verschossen. Ein Schrot auf kurze Distanz funktioniert. Komm, tauschen wir mal. Komm mal da. Mann, kann man sich nicht mehr in Ruhe wärmen. So, ich gucke mir noch gerade diese Waffe an. Die kenne ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Doch. Das Visier kenne ich. Okay. Dann düsen wir mal weiter. Zu dem toten Briefkasten. Bin ja schon an. Oh, wechseln! Ich glaube, die Schrot habe ich mal getestet und die Multiplayer waren nicht so geil. Hat zwar einen Schalldämpfer, die Waffe, aber... Ach, geht schon. Für unsere Zwecke wird es ja reichen. Was war der denn hier? Okay, den sind wir wieder weg. Können wir das Fahrzeug nehmen? Nee, können wir nicht, okay. Wenn ich sie atmen höre, fange ich auch an zu frieren. Oh, 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 die haben mich gesehen. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg mit der Süßen. Hast du hier? Oh! Ja. Das war's für die junge Dame. Wusstest du schon? Nee, wusste ich nicht. Ja, die hat zwar einen Schalli, aber so oft wie ich. Also. Leichten Schalli, würde ich sagen, aber die kriegen es ja trotzdem irgendwie mit, weil ich ja 50 Schuss brauche, bis einer fällt.
Hallo und tschüss. Fahren die das nochmal? Versuchen wir alle zu töten, müssen wir ja aber nicht. Scheiße. Ich wollte nicht alle töten. Jetzt mache ich es irgendwie doch. Ihr trifft mich. Mann, schießt ihr Scheiße. Komm, lass mal die Waffe tauschen. Da einfach gleich zwei Leute rumgewandert. Nichts Besseres zu tun. Jetzt ist einer da. Alles gut. Es ist Rambo. Alles gut. Muss man hin. Was ist denn dabei? Da oben steht einer. Unten sind zwei Leute. Drei. Kein Feuerschutz. Hunde. Oh ne, Nazis erschießen ist okay. Aber keine Tiere, das mag ich nicht so. Menschen sind immer okay, aber Tiere finde ich jetzt nicht so. Außer Bären, die sind meistens böse. Hier wird es aber sehr kalt. Bin ich hier richtig? Nein, es hat weg. Ich kann die Waffe gerade nicht wechseln. Oh, das sieht sowas von falsch aus. Ich fühle mit dir. Ich fühle mit dir. Es ist kalt. Miss Rambo. Es ist kalt. Da ist das Büchlein. Ah. Kleine, los! Jetzt rutscht sie aus. Reif ist hier, links und fall runter. Temperaturen? Ein Eisbad? Mit Klamotten aus Wolle? Ey, das ist keine Tochter von Sylvester Stallone. Das ist nicht Miss Rambo, das kann nur ein Terminator sein. Mama. Bestimmt hier minus 30 Grad oder so ein Kram. Ich gjorde dette für dich. Du musst dra. Für deine Sicherheit. Mama, ich geh.
Ah, hier ist wieder ein Weg. Ja. Wir trinken eine Mama. Lass mal bleiben. Mama zeigt uns den Weg. Eine einsame Hütte. Von einem Nazi-Offizier. Jesuit. Woken up! Cool, jetzt kann sie laufen. Sulvey, woken up! Terminator. Vielleicht nicht T-100 oder T-800 wie Arnold, vielleicht so T-20. Aber kein Mensch. Die Fenster zum Chatten nervt die ganze Zeit. Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Weiße Schrift auf weißen Hintergrund ist sehr schlau gewählt. Ja, gucken wir erstmal Depot. Wir haben hier nichts. Oh oh, Gebäude! Funktioniert. So. Ach nein. Kommen wir nochmal drauf? Kommen wir nochmal drauf? Jawohl. Oh. Boah, ich bin gut auf Schieren. Komm, pack die weg da. Oh, wir haben noch eine Waffe dabei. Wunderbar. Sie hat ja das jemanden abgenommen. Schützen wir mit Schalldämpfer, wäre mir wieder lieber. 1, 2, 3. Ziele. 4.
Müssen eh erstmal weiter. Nee, runter wollen wir. Haben wir jetzt hier eine Zweitwaffe? Dra. Dra? Das ist aber eine schöne Sprache, finde ich. Wenn die vielleicht einzeln außen hocken. Irgendwo einer. Hinten. Okay, das war falsch. Schleiche, du kannst mich nicht sehen. Schleiche, du kannst mich nicht sehen. Ihr hört nichts. Behaupte ich einfach mal so. Okay, hier ist leer. Denne kommer jeg til å trenge. En alarmanlage, quasi. Hallo, soldat. Schlaf gut, soldat. Überlebt? Ah! Alte Nazi-Ratte. Dachte, den habe ich jetzt im Nahkampf so angestupst. Wusstest du schon, mit einem Köder kannst du Feinde von ihren Pflichten und bla 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 ablenken. So. Die Laster tungt waren über die Lastbilen. Ich muss sorgen, dass ingen Lastbilen drar herfra. Jetzt muss ich hier 50 Meter laufen, oder was? Haben wir schon echt gut angefangen. Alle so ein bisschen nach und nach zu eliminieren. Ich da eine Panzerfaust? Hier mal weg. Dann kommt der Tränke. Oh nein! Direkt bei dem Laster! Oh Scheiße! Das wollte ich doch nicht. Tut mir leid, es war aus Versehen. Ich wollte doch leise vorgehen. Du brauchst keine Hilfe. Böser Sunny, lass ihn liegen. So, wie kann ich jetzt die drei Wirf
Lauf. Drück. Genieß die Explosion. So, das war Nummer 1. Mama sagt, wir müssen immer mehr wegspringen. Okay, tu ja. So, scheiß auf die Schirme. Wir fahren jetzt mal ein bisschen perfekt ein. Jeeha! Ohoho! Ein bisschen runter. Wir müssen noch ein bisschen nach links. Jetzt wieder ein bisschen nach rechts. Besser als Skifahren. Hier hört nur der Berg gleich auf. So, dann Geronimo. Ah, scheiße. Wir hätten doch die Skier nehmen sollen. Mit den Skiern hätten wir es überlebt. Mit dem Auto nicht. Oh ne, müsste ich schon wieder. Na gut, diesmal nicht. Okay, wir nehmen die Skier. Und ich will eigentlich zum Dorf. Weil über den Hafen, denke ich mal, werden wir abhauen. Eieiei. Stein. Kommt der näher? Letzte Mal bitte der Macke. Kann ich da rüberhüpfen? Kann man für die Polizeistation. Rüberhüpfen. Pack die mal weg. Hi. Dokumentene nevnte nå under bakken. Nei! Nei! Scheiße. Ja gut, das war ein bisschen zu... Das hätten wir mal ein bisschen klüger angehen sollen. Verzeihung. So, wir sind jetzt wieder da. Aussichtspunkt. Da sind ein paar Nazis, ne? Bei Stück. Komm, zack, weiter. Ich dachte, ich kann da schnell rein, wieder raus. Zerstöre Informationen der Staatspunkte. Sehen oder was? Ach, ich sah das Wurfmesser. Ach, das Wurfmesser wirft man auf G. Gut zu wissen. Jetzt brauche ich es ja eigentlich gar nicht mehr. Wissen sie ja schon wieder alle Bescheid. Klingt, als ob sie einen Panzer hätten. Haben wir eine Panzerfaust? Nein, haben wir nicht. Gehen jetzt erstmal schön außen rum. Dann brauchen wir mehr Sprengstoff. Ich glaube, das reicht. Guck mal hier hoch.
Scheiße hat gesessen. Dokumenten nennt man auch. Oh! Und tot. Wir haben viele Polizeistationen. Ohne Schalldämpfer ist es irgendwie. Gut, wir versuchen es jetzt nochmal mit der leisen Variante. Hast du schon wieder gesehen? Der scheiß verkackte Arzt da drüben. Gehen wir wieder zurück. Teilen wir uns mal so ein bisschen auf hier. Okay, die fahren weiter. Wir wissen, wo wir sind. Under bakken. Okay, loslassen und weg hier. Ich hab einen verwundet! Ich hab auch einen verwundet. Und zwei Helden, ne? Wo ist jetzt? So, wir brauchen Sprengstoff. Ah, hier wurde vernünftig gefoltert. Der Herr, wir haben ödliche Alt. Achso, hier machen wir nur den Plan kaputt, okay. Jetzt zum Hafenbereich. So wird gefoltert. Nicht so wie der eine Deutsche das gemacht hat. Muss nochmal in die Leere gehen. Die Folterlehre. So. Das nehmen wir auch nochmal mit. Den Spaß. Dann wieder ab auf unsere Skier. Und dann los geht's. Nee, ist auch hier was anderes. Ah ne, ich habe ja gesagt, das ist hier der T-20. Das ist ein früher Terminator. Einer der ersten. Da müssen wir eher sowas machen wie... Ja, wie auch immer der Sound geht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. So, 350 Meter, wir sind gleich da. Cool, wir können mit unseren Skiern über alles fahren. Aber so kommen wir halt schnell weg. Was war das? Dann okay. Los, sieh nach! Wollte mich jetzt schon nicht erwischen lassen. Aber das hört nicht gut, man hört sie richtig. Das ist doch. Und?
Kein Alarm, gibt's nicht. Ruhe im Karton. So. So viel zu euren Alarm. Die Meter noch 240 Patakletschte. Ja, eindeutig haben. Da ist kein Tyskerne oppe bare tungtvannet der. Da sind sie. Okay. Gut, dass alles eingefroren ist. Nicht gecheckt. Einmal auf dem Schiff. Und einmal da das rote Lager, würde ich sagen. Dahin am besten. Das nur zur Sicherheit. Über die Leiter? Gottgütiger! Nein! Scheiße! Es ist jemand auf der Leiter. Nein! Alarm! Alarm! Okay, war eine scheiß Idee. Gut, das war eindeutig eine beschissene Idee. Einen Schluck Kaffee genommen. Oh, es geht mir schon viel zu lang. Das könnte ich schon fast wieder 3 Videos machen. Mal gucken, wie ich es schneide am Ende. Der war kein zum benannten Plan. Ich sterbe einfach zu häufig. So, ich versuche mal querfeld ein. Und dann gehen wir nicht aufs Boot, das ist mir zu sehr bewacht. Wir gehen erstmal in diese rote Halle da. Oh, hier lag was. Ach, das ist sogar die. Okay. Scheiße, 1, 2, 3 fallen voraus. Ach, ich ducke. Ich bin gar nicht geduckt. Ups. Wir müssen diese Position halten! Dann laufen wir weiter. Dann müssen wir hier, wo ich bin. Und da sind Feinde voraus. Hallo, ich bin's. Lara Croft ist back. Scheiße! Schnell aus der Deckung raus, Alter. Alter Falter, so. Heil dich. Das heißt, sie kann wieder weglaufen. Oh, die Waffe ist nicht schlecht. Lauf mal ein bisschen im Kreis. So, 4 war das, glaube ich, ne? 3. Wirf. Lauf. Zünde. Okay, jetzt kommt der ganze Schnee runter. So, wo war das Paddelbötchen?
Genau, die wissen ja eh, wo ich bin. Jetzt ein Sniper-Gewehr wäre gar nicht verkehrt. Können wir mal gucken. Aber ich glaube, hier drin war nichts. Nehme ich auch. Und davon brauchen wir auch mehr. Hier aufs Dach. Nee, schade. Wäre ja cool gewesen. Rüber, da rüber, rüber, rüber. Scheiße, es waren gerade zu viele. Habe ich da irgendwie noch einen von der Seite aufs Schiff? Hinten ist eine Leiter. Die für mich gemacht, ja. Alter. Der Schuss hat gesessen. Hoch, 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 hoch. Okay, sind wir hier. So ist richtig. So ist richtig. Einmal mal sterben. Das ist, gefällt mir auch. Warum? Dann war die Tanne. Schnell hier weg. So, was jetzt? Überleben. Wollte ich mal so behaupten. Jo, absolut hinterhältig, gebe ich zu. Jetzt müssen wir weg, irgendwie. Los, Shia! Und weg hier. Der Kaffee ist immer ganz gut zwischendurch. Ja, war doch dann eigentlich easy, wenn man nicht so übermütig ist wie ich, aber ich bin ganz ehrlich, so einen großen Unterschied zwischen normal und schwer finde ich jetzt nicht. Die treffen zwar minimal ein bisschen besser, aber intelligenter stellen sie sich auch nicht an. Die KI finde ich, also. Das ist dann, glaube ich, egal, wie das ist mit mittel oder schwer. Wie ist denn da eure Erfahrung? Also wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt müssen wir mal gucken. Doch bestimmt wieder Nazi-Gebiet. Spähen. Den Treffpunkt. Wann spähen? Eva werfen. Was da war da? Hm, das war's nicht. Gemeine. War da hier einfach im Wald. War nicht, Es wärmt das Herz.
Erstmal Alarm ausschalten, der nervt. Kurz vorm Ziel noch verreckt. Weiß nicht, was da gerade geflogen kam, aber es war auf jeden Fall richtig. Wollt ihr denn eigentlich... Nee. Wir müssen da echt nochmal hinfahren. Alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Da, Merian. Ja, komm, meine Bunkchen. Ich muss sagen... Alarm! Ein richtig schlechter Savepoint. Wir werden angegriffen. So kann man natürlich auch Spiele in die Länge ziehen. Ah, hier irgendwie rüber. Na gut, dann fahren wir nochmal hier 500 Meter oder 600 Meter Ski. Wir hatten ja schon Glück gehabt eigentlich, dass wir in einem Wald gesehen haben. Da werde ich gleich nochmal starten. Dann versuchen wir sie irgendwie ruhig, leise wegzukriegen. Nicht, dass sie noch Verstärkung kriegen und dann... dürften wir auch durch sein. Ach, lass mich in Ruhe, du Pferdefresse! Ja, nett zueinander. Einer war doch hier irgend. Oder auch nicht. War der hier Pipi machen oder was? Oben war keiner. Hab ich gesehen? Am Messer werfen uns eigentlich zielsicher. Ich ziehe auch nicht mal genau und treffe. Ich glaube nicht, dass ich so gut bin. Ups, da ist ein Geschütz. Oh, gehen wir jetzt da rein. Machen den Bunker zu, Affe tot. Oh, hier ist gut. Brrr. Wo müssen wir hin? Die das schwere Wasser gleich fallen lassen. Und wann ist kalt, Tisch? Ich habe die Kalibrierlage, meine. Monster, ja? Das Wappen. Mama. Ja. Monster ist auch das Wappen. Wenn was hier ist, Russland lagert er für uns. Alle Briten. Die Tage macht sich, was du lehrst. Du kannst hören, dass alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Überraschungsmoment gehabt und trotzdem verkackt.
Ja, Mama ist weg, wir müssen hinterher. Der andere Soldat ist auf einmal auch weg, der auf uns geschossen hat. Gut, dann nehmen wir mal schnelle Pferd, das schon also automatisch losfährt. Und komm, ich geh auf den Schiff rüber. Zerstöre die letzte Wasserlinie. Aber mit was? Ich hab doch nichts. Ich hab Feuer. Welche Waffe? Oh. Hä? Muss ich das verstehen? Wahrscheinlich soll ich einfach nur hinterherfahren und Fahrzeuge gehen schon automatisch kaputt oder so. Nochmal. Wir fahren ja schon automatisch. Ach, links ist die Hupe. Hat er nicht das mit Schießen gesagt? Achso, hier hat es gespeichert oder was? Randale hier machen. Der stirbt ja nicht, der Flammenwerfer. Das Ziel passt ja gerade gar nicht. Wie doof ist das denn? Verstärkung gibt es erstmal nicht. Die Waffe wechsle ich gleich, aber sowas von. Oh, das ist aber auch dicke Panzerfaust oder sowas, ne? Gut. So, haben wir bei der 3 noch was? Wirf. Wirf. Lauf. Rück. Hat der nicht funktioniert hier? Keine Munition mehr, das ist natürlich schlecht. Der ist wieder Schrot. Granatwerfer, irgendwas. Bin mir unzufrieden. Doch, hier haben wir was. Dann zerstören wir mal schnell das schwere Wasser, bevor ein U-Boot oder Zerstörer oder sonst irgendwas kommt. Jetzt aber. Neues Ziel, erreiche Astrid. Wie vorhersehbar. Die Frage ist nur, was für ein U-Boot ist das? Deutsches. Thank you.
mehr draußen. Gott sei Dank. Ja, soweit. Also die Mission hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube sogar ein Tuck besser als die erste, die wir hatten. Mit den beiden Herren. Und ja, weil wir hier mit Scharfschützengewehr agieren konnten, auch mit Schalldämpfer. Hat Spaß gemacht. Und ich denke mal, er lädt jetzt irgendwie lange wieder, keine Ahnung, um Menü wieder anzuzeigen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like oder einen Kommentar da lassen. Ein Abo wäre natürlich auch schön. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.